PR1 und die Rheinzeitung. Wir machen Wahl mobil. Herr Professor Otte, Sie haben gerade den Wahlkampf von Angela Merkel beobachtet. Wie finden Sie Ihr Konzept für die Zukunft, zum Beispiel die Steuersenkung? Bringt das Deutschland aus der Krise? Also im Konzept sind etliche interessante Sachen, aber die Steuersenkung ist ein taktisches Wahlkampfversprechen, weil sie da der FDP nichts gönnen möchte, denn das kommt anscheinend auch an. Das ist sicherlich genau das Falsche für die Krise, jetzt die Steuern zu senken, aber man muss es eben versprechen. Was sollte Angela Merkel oder was sollte die zukünftige Regierung dann machen, damit wir nicht wieder in so eine Krise schlittern? Es gibt vieles, was man tun könnte. Auch da sind im Prinzip die richtigen Sachen angedacht. Also Regulierung der Finanzmärkte, der Akteure, der Produkte, der Länder und Regionen. Das stimmt schon, aber es wird eben viel zu wenig getan, viel zu stückwerkhaft, viel zu zaghaft. Und damit ist die nächste Finanzkrise vorprogrammiert. Glauben Sie, dass es Lippenbekenntnisse sind der Politiker, die Finanzmärkte zu regulieren und irgendwann kommen die Amerikaner und Engländer und sagen, ne, machen wir nicht? Also es sind bei einigen Lippenbekenntnisse, insbesondere bei den Engländern, wo sich ja jetzt sogar Brown für Boni-Regelungen ausgesprochen hat. Andere wollen tatsächlich, merken aber, dass sie in ihrer Macht sehr begrenzt sind, da was zu verändern. Also letztlich glaube ich, dass leider sehr wenig umgesetzt wird und dass es so weitergeht wie bisher. Frank-Walter Steinmeier will ja eine Börsenumsatzsteuer einführen, die gezopft wird. Bringt das allein für Deutschland ein, wenn es nur in Deutschland gemacht wird, einen Sinn, oder muss sowas international aufgestellt werden? Ja, die Börsenumsatzsteuer habe ich ja schon vor Frank-Walter Steinmeier gefordert. Freut mich ja, dass er sie jetzt auch fordert. Das ist ein Beginn und Deutschland macht sich dazu klein. Deutschland ist die drittgrößte Sparnation der Welt. Wenn wir zusammen mit Frankreich was machen, dann könnte das schon eine Menge bewegen, aber wir sind da viel zu hörig den Engländern, den Amerikanern, auch der Finanzbranche. Wir verschenken da unsere Gestaltungsmöglichkeit. Die Politiker sind ja eigentlich die Volksvertreter, aber warum kann die Politik sich nicht gegen die Wirtschaft durchsetzen? Ja, Politik hat ja auch was mit Macht zu tun. Erstmal hat die Wirtschaft in diesem System sehr viel Macht, sehr viel mehr Macht als noch vor 30 Jahren, als die Ministerien waren, noch agieren konnten. Heutzutage werden ja ganze Gesetze von den Lobbys geschrieben, also Lobbyismus ist ein Riesenproblem. Das andere ist, dass die Parteien mittlerweile die Machtzentralen sind, nicht mehr der Abgeordnete. Da will man aufsteigen und im Moment regiert leider schon viel mehr das Geld und nicht der Wähler. Sie kennen die Parteiprogramme wahrscheinlich besser als wir. Was glauben Sie? Welche? Das weiß ich nicht. Also das müsste erstmal dahin gehen. Ja. Was würden Sie vorschlagen, damit wir, welche Partei hat das beste Konzept gegen eine zukünftige Krise? Also das beste Konzept zur Regulierung der Finanzmärkte hat im Moment die SPD, ganz klar. Die machen vernünftige Regeln. Das interessiert aber jetzt schon fast keinen mehr. Das ist ziemlich erschreckend. Also das gerade mal wenige Monate nach Ausbruch der Krise, nach Ende der heißen Phase schon wieder diese Themen in Vergessenheit geraten. Im Parteiprogramm der SPD finde ich viele sympathische Punkte in diesem Fall. Da gibt es natürlich andere Sachen, die mir in dem Parteiprogramm nicht gefallen. Aber wenn es um die Krise geht, glaube ich, ist das Vernünftigste. Ihre persönliche Prognose, werden wir aus dieser Krise gelernt haben oder schlittern wir blinden Auges wieder in die nächste Reihe? Einige Leute haben aus der Krise gelernt, einigen Leuten sind die Augen geöffnet worden, aber insgesamt hat das System leider nicht gelernt. Wir programmieren die nächste Krise vor 3, 5,